Manche Gebäude aus Beton schauen auch noch nach Jahrzehnten aus wie neu und andere wieder schon nach einigen Jahren so. Was macht den Unterschied? Menschen. Wieso, warum? Das zeigen wir Ihnen im folgenden Video. Stahlverstärkter Beton ist der Stoff, aus dem viele Architekturträume sind. Und das schon seit fast 200 Jahren. Joseph Mounier, ein Gärtner in Paris, war der Erste, der mit Eisenbeton experimentierte. Er ärgerte sich so darüber, dass seine Pflanzkörbe für Orangenbäume immer wieder zerbrachen, dass er Drahtgitter und Zement nahm und aus ihnen Pflanzkörbe mit gutem Erfolg formte. Ja, und dann ging es weiter. Fassadenteile, kleine Bauwerke und im Jahr 1875 die erste Eisenbetonbrücke der Welt in einem Schloss in Frankreich. Die steht heute noch und man kann heute noch drüber gehen. Und es stellt sich daher die Frage, was muss man tun, damit Beton auch nach fast 1,5 Jahrhunderten noch so funktionstüchtig ist? Und warum sind andere Betongebäude schon nach wenigen Jahrzehnten ein Sanierungsfall? Und vor allem, wie vermeidet man solche teuren Sanierungsfälle? Das fragten wir Wiens wichtigste Aufsichtsorgane in Sachen Bau, hier in der Prüfhalle der MA39 oder wie sie amtlich heißt, der Prüfüberwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien. So, und ich bin jetzt verbunden mit der Wiener Stadtbaudirektorin, Frau Diplom-Ingenieurin Brigitte Jilker. Frau Stadtbaudirektorin, wer wacht in Wien über die Qualität von Bauwerken? Die Einhaltung der technischen Vorgaben und der Verarbeitungsrichtlinien obliegt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der technischen und der örtlichen Bauaufsicht. Mit ihrer Kompetenz steht und fällt daher die Qualitätssicherung für eine große Anzahl von Bauvorhaben, die wir in Wien zur Errichtung und Erhaltung der technischen und sozialen Infrastruktur abwickeln. Beton als Baustoff spielt dabei eine wichtige, in den meisten Fällen eine tragende Rolle. Dazu kann Ihnen jetzt unser Experte, der Leiter der MA39, mehr sagen. Ja, Beton ist ein fantastischer Werkstoff, der vieles möglich macht. Spektakuläre Architektur, kühne Brücken, Wasserkraftwerke, die Wiener U-Bahn. Und Beton ist schnell und wirtschaftlich zu verarbeiten. Diese Prozesskette reicht von der Mischung, vom Transport, Einbau, Verdichtung, Nachbehandlung. Und diese Prozesskette kann eine Reihe von Fehlern in sich bergen. Und diese Fehler können zu hohen Kosten führen und letztendgültig Menschen gefährden. Dass diese Fehler nicht passieren, das ist unser Job. Vielen Dank, Herr Diplom-Ingenieur Pommer. Wir wollen mit diesem Film darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Verarbeitungsrichtlinien und die Qualität des Betons ist. Danke, Frau Stadtbaudirektorin und herzlich willkommen, Ingenieur Thomas Sellinger. Sie arbeiten in der Bauaufsicht der MA31. Was macht die MA31? Ja, wir bauen unter anderem Wasserbehälter. Das heißt, Sie sind dafür verantwortlich, dass bei mir und bei 1,7 Millionen anderen Wienerinnen und Wienern immer frisches Wasser aus dem Hahn kommt. Das ist richtig, wir geben täglich unser Bestes. Und Sie sind in der Bauaufsicht tätig seit? Seit 14 Jahren. Und haben Sie da schon alles erlebt, was man erleben kann? Oder gibt es doch immer wieder Dinge, wo Sie sagen, man sehe und staune? Ja, man glaubt immer wieder, man erkennt nichts Neues. Aber es gibt immer wieder Überraschungen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wo und warum. Hier sind wir bei der vorbereitenden Baubesprechung. Hier werden Termine fixiert und avisiert. Bei den Schalungs- und Bewährungsplänen wird überprüft Betondeckung, Betongüter und die Stahlanlagen. Und auch die Termine nochmals durchbesprochen. Hier sind wir vorbereitende Maßnahmen in den Anschlussflächen. Diese müssen natürlich gereinigt werden und der Anschlag für die Schalung wird hier fixiert. Schwerarbeit. Ist nicht einfach, ja. Hier kommt schon die erste Schalung mit dem Kran. Besonders auf die Manipulation zu achten, damit sich keiner verletzt. Auch das ist wichtig bei unseren Baustellen. Natürlich auch die Reinigung der Schallflächen, weil diese öfter eingesetzt werden. Diese müssen immer wieder gesäubert werden. Weil wo so ein Schmutz ist, da kann der Beton dann... Genau, dann ist die Oberfläche nicht entsprechend. Wichtig ist auch der Auftrag des Schalöls. Das ist ein Trennmittel, damit der Beton nicht auf der Schalung bicken bleibt und wir eine ebene Oberfläche zustande bekommen. Mhm. So,
Der Kran hebt die Schalung hoch. Merken wir uns das, Schale wird nochmal wichtig werden, kommen wir später noch darauf zurück. Und hier wird gerade die Schalung fixiert und einjustiert. Mal, wenn ich dieses Bild sehe, habe ich Angst um die Füße dieses Menschen, aber der weiß, wo er stehen muss. Ja, die machen das öfters, wie gesagt, das Präzisionsarbeit. Und wie Sie hier auch sehen, ist auch wichtig, nachher die Verankerung im Boden, damit die Schalung auch stehen bleibt und für die voranzutreibenden Arbeiten dann auch ordentlich fixiert wird. So, der Kran hat seine Schuldigkeit getan und da ist quasi das Wichtigste, was man hier beachten muss. Ja, ich habe ja nochmal mitgebracht, die wichtigsten Punkte, die wir bei einer Schalungsfreigabe berücksichtigen müssen. Das ist unter anderem die Ebenflächigkeit der Schalflächen, der Auftrag des Schalöls, die Sauberkeit, wie wir schon gesehen haben, Unterstellung und Abstützung für die Arbeitssicherheit und auch der Einbau von Buchführungen und Einbauteilen. Ja, was bringt der Kran da? Ja, hier sehen wir die Anlieferung des Arbeitsgerüstes. Das ist erforderlich, damit wir die Bewährung aufstellen können an der bereitgestellten Schalwand. Wichtig ist auch hier zu sagen, dass natürlich auch für den Aufbau des Gerüstes eine Freigabe erforderlich ist, damit die Arbeitssicherheit gewährleistet ist und die Arbeiter sicher ihre Bewährung verlegen können. Es ist doch recht hoch und recht schmal, also da muss, ja, man muss sehr aufpassen. Alles passen. Und auch Wind muss man natürlich berücksichtigen, der kann so ein Gerüst schnell mal umhauen. Und hier sehen wir den Beginn der Bewährungsarbeiten. Hier werden dann die einzelnen Eisenstangen miteinander durch einen Rödeldraht, wie wir es im Fachjargon nennen, verbunden, damit die Lage der Bewährung richtig eingehalten werden kann und beim Betonieren hier nichts verrutscht. Ja, hier sehen wir eigentlich ein schönes Bild, wie dann das Gesamtkunstwerk einer Bewährung dann ausschauen soll. Noch einmal die Verbindung mit den Rödeldrahten zur Fixierung der Lagen und der Abstände, auf die man eigentlich immer aufpassen sollte und muss. Sieht man das dann mit der Zeit so auf einen Blick, wenn man von unten drauf schaut, gleichmäßig, nicht gleichmäßig? Man bekommt mit der Zeit ein gewisses Gespür, was man muss trotzdem nachzählen. Also nur Gespür alleine wäre zu wenig. Und dann kommt der Moment, wo man manches Mal den Bauarbeitern sagen muss, tut mir leid, das müsst ihr noch einmal aufmachen. Genau, so wie wir es hier zum Beispiel sehen bei der Kontrolle der Abstandhalter. Hier wurde aufmerksam gemacht, dass der Abstand zwischen der Bewährung und der Schalung zu gering ist. Das heißt, die Betondeckung eigentlich zu schwach wäre. Der Arbeiter prüft noch mal nach und wird dann aufgefordert, die richtigen Abstandhalter einzubauen. Wir brauchen eine gewisse Beton-Mindestdeckung heißt das, damit keine Korrosionsschäden aufkommen und die Langlebigkeit des Bauwerks gewährleistet wird. Hier sehen wir zum Beispiel nochmal die Bewährungsfreigabe der Betonwand. Hier wird auch ein Protokoll verfasst, in dem nochmal alle Punkte durchgegangen werden. Ganz wichtig ist auch hier zu sagen, die Anschlussflächen, dass die sauber hergestellt werden. Man findet leider immer wieder die kuriosesten Sachen, die man vorher beim Schließen der Schalung einfach wegräumen muss. Also da eine Zigarettenpackung, eine Dose, einfach achtlos weggeworfen beim Arbeiten. Aber die soll nicht am Boden dieser Betonwand sein, oder? Sondern dort soll Beton sein. Richtig, weil mit Zigarettenschachteln und Getränkedosen kann man leider keine Bauwerke bauen. So, da kommt jemand noch einmal mit der Schalölspritze, aber der wird, wie wir gleich sehen werden, gehindert am Arbeiten. Warum? Ja, das hat einen einfachen Grund, weil wenn nämlich Schalöl auf die Bewährung aufgespritzt wird, kann sich der Beton nicht mit dem Eisen verbinden. Das bindet einen unsichtbaren Mangel und wieder eine Verschlechterung der Qualität des Bauwerkes. Also Schalöl nur auf die Schalung, nie auf die Bewährung, habe ich jetzt auch gelernt. So, da wird eine Decke kontrolliert. Wieder geht es um den Abstand der Stahlträger, oder? Genau, so wie bei jedem Bauteil wird auch hier wieder die Bewährung vermessen und kontrolliert anhand der gültigen Bewährungspläne. Hier in Zusammenarbeit mit der Statikerin, die ebenfalls nachkontrolliert. Und auch hier müssen auch alle Abstände und Eisenlagen eingehalten werden und in einem Bewährungsprotokoll wird wieder das Ganze dokumentiert. So, und hier haben wir es noch einmal zusammengefasst. Die wichtigsten Punkte bei der Bewährungsfreigabe. Wie gesagt, wichtig, Anzahl und Abstand der Bewährung. Die Betondeckung muss eingehalten werden. Stabilität der Bewährungskörbe, Einfüllöffnungen, Einbauteile und auch die Fugenbänder müssen da sein, wo sie hingehören. Ja, und hier kommt die zweite Schalwand. Das ist richtig. Also nach der Freigabe der Bewährung wird dann die zweite Schalwand gestellt, sprich die Schalung geschlossen. Dann kann auch noch für sich die Baufirma den Beton bestellen und der Einbau beginnen. Das ist eine sehr hohe Wand. Wie kommt da der Beton hinein? Ja, eine Möglichkeit der Einbringung ist die über einen Krankübel, der an einem Hochbaukran befestigt ist. Über einen Trichter, wie wir hier sehen, wird dann nachher der Beton mittels dem Schlauch in die Wand eingebracht. Und hier ist auch ganz wichtig zu achten auf die richtige Fallhöhe des Betons, denn diese ist limitiert. Wenn er zu hoch herunterfällt, ist die Gefahr des Entmischens gegeben. Auch nicht so einfach, muss man wissen. Ja, und hier kommt auch schon der erste Betonmischwang auf die Baustelle, nach erfolgter Freigabe zum Betonieren.
Und mit diesem Betonmischer kommt auch der Prüflaberbus der MA 39. Jawohl. Uns unterstützen die Mitarbeiter der MA 39 wesentlich bei der Prüfung des Betons. Wir kontrollieren zuerst die Lieferscheine, ob die richtige Betonkonsistenz geliefert worden ist, die Betongüte eingehalten worden ist und auch die Transportzeiten. Die sind deshalb so wichtig, weil wenn der Beton zu lange unterwegs ist, wird der Beton zu steif, sprich die geforderten Konsistenzen können nicht eingehalten werden und die Einbaubarkeit ist nicht gegeben. Und hier gibt es auch wieder wichtige Dinge, die man beachten muss. Genau, wir können überprüfen Betonsortenbezeichnungen, Lade- und Transportzeiten, Liefermengen, Dosierung von Zusatzmitteln und etwaige handschriftliche Eintragungen. Okay, der Beton ist da, ist damit Ihre Arbeit zu Ende? Nein, noch nicht. Ja, der Lieferschein alleine reicht nicht. Wir nehmen natürlich auch eine Frischbetonprobe, wo wir den Beton auf Herz und Nieren überprüfen. Und gleich an Ort und Stelle, an der Baustelle? Genau, es wird dann direkt vor Ort mit den Kollegen der MA39 diese Prüfungen durchgeführt. Es gibt mehrere Prüfungen, die wir machen werden, nicht nur eine einzige. Hier sehen wir auch den Kollegen, der schon den Ausbautisch herrichtet. Auch kurz eingeblendet die Formeln für die Probewürfeln, für das Labor. Es wird unter anderem natürlich auch die Temperatur gemessen, weil auch die muss stimmen. Und diese Frischbetonprüfung, das Ausbreitmaß, ist eine genormte Prüfung, sprich, die schaut auf jeder Baustelle gleich aus, mit der definierten Betonmenge. Da wird Beton in diesen Kübel gegossen und dann wird diese Platte gehoben und fallen gelassen, oder? Genau, wir müssen diese Platte 15 Mal heben und fallen lassen, damit wir das richtige Ausbreitmaß feststellen können. In diesem Fall hier, wie es offensichtlich ausschaut, dürfte der Beton zu steif sein. Das heißt, wir können einen Einbau eigentlich nicht freigeben. Der Beton müsste etwas flüssiger sein und müsste sich weiter ausbreiten. Das ist richtig. Sehen Sie mit dem freien Auge, aber das Maßband schafft Sicherheit. Wir messen natürlich immer. Und jetzt wird diskutiert und verhandelt. Genau, was halt leider oft der Fall ist, dass Baufirmen versuchen, hier noch was dazuzugeben. Aber einmal steifer Beton wird nicht mehr flüssiger, sondern nur mehr wässriger. Und das können wir leider nicht brauchen. Und in diesem Fall müssen wir leider den Betonwagen nach Hause schicken und auf die richtige Betonlieferung warten. Und hier heißt es hart sein und konsequent sein wahrscheinlich, oder? Besser hier hart zu sein, als nachher den falschen Beton in der Schalung drinnen zu haben. So, da fährt er dahin mit dem Beton, den niemand brauchen kann. Aber hier kommt Gott sei Dank der zweite Betonmischer. Auch hier eigentlich wieder die gleiche Prozedur. Wir prüfen zuerst einmal den Betonlieferschein. Die Kollegen nehmen wieder die Frischbetonprüfung, wie schon beim ersten Mal. Und wir kontrollieren auch hier, wie gesagt, ob die Parameter eingehalten werden, die gefordert sind. Wie wir hier bereits erkennen können, dürfte die Prüfung abgeschlossen sein. Man sieht, das Ausbreitmaß, sprich die Breite des Betons, ist hier wesentlich höher als beim vorigen. Und hier dürfte einer Betonierfreigabe eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Das schaut wie eine kleine Pizza und das wie die XXL, oder? Ja, gut. Und das wäre richtig, die würde schmecken. Die würde schmecken. Hier sind auch unter anderem zum Beispiel werden festgehalten die Betontemperatur, das Ausbreitmaß, Luftgehalt, Wasserbindemittelgehalt, die Frischbetonrohdichte und auch die Probewürfel fürs Labor. Und sind Sie jetzt auf der Baustelle fertig? Nein, noch nicht. Wir bleiben immer noch vor Ort, denn auch beim Betonerbau kann sehr viel schief gehen. Das wollen wir natürlich verhindern. Hier sehen wir den Einbau mittels einer stationären Betonpumpe. Hier wird ebenfalls der Beton über einen Schlauch hier in einen Deckenbereich eingebracht. Stichwort Fallhöhe. Auch hier muss man darauf achten. Man sieht hier die Fallhöhe zu hoch, wird korrigiert auf das richtige Maß. Und auch die Gleichmäßigkeit des Betonerbaus ist wichtig, weil wir wollen eine Decke in dem Fall in einem Stück und keine Schichtorte haben. Ein wesentlicher Punkt ist dann natürlich auch die Verdichtung des Betons. Die erfolgt dann über sogenannte Flaschenrüttler, wie wir hier im Bild kurz sehen. Hier ist es eigentlich die Kunst, die richtige Dauer einzuschätzen. Sprich, wenn zu lang gerüttelt wird, dann entmischt sich der Beton. Wird zu kurz gerüttelt, bleiben die Luftanschlüsse in der Decke drinnen und die Qualität wird nicht entsprechen. Ein erfahrener Bauarbeiter weiß das. Dem wird das nicht passieren. Wird das nicht passieren, aber trotzdem eine Checklist. Genau, nochmal zusammengefasst, die wesentlichsten Punkte ist die Bewährungsfreigabe, die Frischbetonprüfung, die visuelle Kontrolle, die Fallhöhe, das kontinuierliche Betonieren und auch die Verdichtung. Und ist jetzt Ihre Arbeit zu Ende? Noch nicht ganz. Nach dem Verdichten wird dann die Betonoberfläche geglättet, damit wir eine schöne Oberfläche bekommen. Ja, hier sehen wir den Auftrag eines Verdunstungsschutzes. Wahrscheinlich im Sommer, wenn es heiß ist. Kann man eigentlich auch im Winter bei großer Kälte betonieren? Ja, wir müssen nur darauf achten, dass die Frischbetontemperatur ständig bei 10 Grad plus bleibt und das auf einer Dauer von 72 Stunden.
Notfalls können wir auch die Betonteile mit Matten abdecken oder sogar beheizen. Mhm. Also hier gilt es wieder einiges zu beachten. Genau, für die Nachbehandlung sind wichtig unter anderem das Abziehen der Betonoberfläche, das Aufbringen des Verdunstungsschutzes, Kälte- oder Wärmeschutz, je nach Jahreszeit, das Einhalten der Ausschaltfristen, der Schalung und das vorsichtige Ausschalten. Und ist dann die Arbeit der Bauaufsicht zu Ende? Dann sind wir fast am Ende. Ja, und wenn dann der Beton in der Schalung eingebaut worden ist, die Schalung entfernt wurde, dann können wir mit unseren Festbetonprüfungen beginnen. Wenn noch Zweifel am Bauwerk bestehen oder Qualitätsüberprüfungen erforderlich sind, können wir zum Beispiel mittels dem sogenannten Rückballhammer Stellen überprüfen, wo die gewünschte Betonfestigkeit vielleicht nicht ganz gegeben sein sollte. Hier wird an und für sich die Oberfläche mit einem Schleifstein angerieben, mit dem Rückprallhammer abgeschossen und die Werte dann in ein Prüfprotokoll zusammengefasst und dann mit den Sollwerten verglichen. Das kann man frühestens nach 28 Tagen machen, dann hat der Beton eine Festigkeit genau, erreicht. Genau, da ist der Großteil der Endfestigkeit erreicht nach 28 Tagen. Hier sehen wir zum Beispiel die Überprüfung der Bewährungsdeckung. Dies ist auch wichtig, damit wir feststellen können oder eine Aussage treffen können, dass die Mindestabstände zwischen Bewährung und Luft eingehalten worden sind. Ja, innen uns, wir haben da Bilder gesehen, da hat die Bauaufsicht gesagt, Bewährung ist zu nahe an der Schalung, bitte Abstand vergrößern. Und das kann man hier nach dem Einbau noch einmal prüfen, ob das wirklich... Wir können das auf den Millimeter genau auch im Nachhinein noch feststellen. Eine weitere Möglichkeit der Festbetonprüfung ist natürlich die Entnahme von Kernbohrungen. Diese werden am betonierten Bauwerk entnommen. Und die Überprüfungen können wir im Labor der MA39, die uns schon bei der Frischbetonprüfung tatkräftig unterstützt haben, ausgewertet werden. Und auch hier können wir nachher dann Aussagen treffen, ob der Beton entspricht oder nicht. Ja, nochmal zusammengefasst, die wichtigsten Festbetonprüfungen, die wir durchführen, Betondruckfestigkeit, Wassereindringtiefe, Frostwiderstand, Sulfatbeständigkeit und die Abreißfestigkeit. Also die letzten Prüfungen nach 28 Tagen. Und was ist, wenn Sie da feststellen müssten, der Beton hat doch nicht ganz gepasst? Ja, wenn das einmal vorkommt, dann heißt es im schlimmsten Fall Abbruch und Neuerichtung des Bauwerks. Kommt das vor? Also bei Projekten, die wir betreuen, an und für sich fast nie. Naja, offenbar gilt da der Grundsatz, Kontrolle ist gut, mehr Kontrolle ist besser. So kann man das zusammenfassen, richtig. Ja, und die Wiener Stadtbaudirektorin, die meint, dass dieses Prinzip der umfassenden Baubegleitung und Baukontrolle zu smarten Baustellen in einer smarten Stadt führt oder auf Neudeutsch Smart Site for Smart City. Smart Site for Smart City Wien bedeutet höchste Qualität bei allen Bauvorhaben und damit echte Nachhaltigkeit für die Stadt. Das ist eine Verantwortung all derer, die an und in dieser Stadt bauen. Nehmen wir diese Verantwortung gemeinsam wahr. Ja, Herr Sellinger, nachdem ich all das gesehen und Sie gehört habe, weiß ich, ich kann auch in Zukunft mit einem guten Gefühl über Wiener Brücken, in Wiener U-Bahn-Stationen oder in Hallen wie dieser mich bewegen, in der sicheren Gewissheit, dass Menschen wie Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen darauf geachtet haben, dass hier beim Bau die beste Sicherheit auch eingebaut wird. Und deshalb sage ich in einem durchaus doppelten Wortsinn, danke für Ihre Aufmerksamkeit.